Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handpuppen unter der Lupe. Ich freue mich, dass du reingeklickt hast. Heute mit mir hier das kleine rote Plappermaul der Firma Living Puppets aus der Quatschköppe-Serie von der Firma. Und das hier ist Tuddle. Tuddle ist ja, ein kleines, fusseliges, strubbeliges Monster. Und dieses strubbelige Monster hat ein paar kleine süße Details, so wie ich finde. Du siehst schon, man kann das Fell ein bisschen glatt streichen und dann bleibt das auch so, was ich total lustig finde. Man kann es aber auch dann wieder schütteln und dann sieht das Ganze wieder so aus. Man kann aber auch kleine Zöpfchen machen, beziehungsweise versuchen, kleine Zöpfchen zu machen, dass es dann so ein bisschen aussieht wie unser Coronavirus. Was es übrigens auch in der Serie gibt, also etwas, was so ähnlich aussieht. Also lohnt es sich einfach mal bei der Firma Living Puppets auf der Website oder bei dem Handpuppenhersteller bzw. Online-Händler deines Vertrauens vorbeizuklicken, um zu sehen, wie das aussieht. Also wirklich ganz interessant. Und man kann dieses kleine Twaddle-Ding kann man sogar auch aufhängen. Und da ist eine kleine Öse drinne. Beziehungsweise ja doch, eine kleine Öse, möchte ich sagen. Und wie das Ganze allerdings aussieht, das schaue ich mir jetzt nochmal mit dir im Detail an. Schauen wir uns doch mal dieses wunderschöne Fusselmonster etwas genauer an. Das Fusselmonster ist leicht am Schielen, würde ich sagen. Also die Augen sind asymmetrisch, finde ich, passt aber auch zu diesem gesamten Charakter. Und wir schütteln ihn einmal oder sie einmal, damit das Fell wieder so ein bisschen, ja, absteht. Und ich finde, das ist einfach toll. Macht Spaß, mit dieser kleinen Klappmaulpuppe bzw. Handpuppe zu spielen. Man kann sehr viel damit machen. Ja, also ich würde vorschlagen, guck einfach mal, wenn dich diese Art von Handpuppe reizt, schau mal bei Living Puppets vorbei. Guck dir auch die anderen Handpuppen aus dieser Serie an, ist wirklich ein Blick wert. So, aber gehen wir jetzt mal wieder zurück zu unserem kleinen Fusselchen hier. Wir haben hier oben eine kleine Öse und da kann man die Handpuppe aufhängen. Finde ich schön, finde ich klasse. Dann würde die dann halt so von der Decke baumeln. Die Augen, die stechen hervor. Wenn man das sich so ein bisschen genauer mal anschaut. Die haben hier in einem passenden Rot hier oben nochmal einen Filz, der das ganze Augenlid nochmal ein bisschen besser hervorstechen lässt. Dann haben wir die typischen Augen von Living Puppets. Das Fell bzw. der Plüsch geht ringsherum. Also wir haben nirgendwo eine Stelle, die irgendwie nicht verdeckt ist, bis auf halt da, wo der Eingang ist, beziehungsweise innen drinne. Aber da kommen wir gleich zu. Und dann wurde hier bewusst unter den Augen der Plüsch kürzer gehalten. Wenn hier alles noch voll wäre mit dem Plüsch in der Länge, wie er hier wäre, dann würde man natürlich die Augen nicht mehr sehen. Darum ist er hier an dieser Stelle kürzer. So, das Schöne ist auch bei diesem Zottelplüsch, dass man wirklich damit tolle Sachen machen kann. Man kann hier so kleine Zöpfchen hier machen. Und dann sieht es nachher aus wie das Coronavirus. So ungefähr. Gibt es übrigens auch ein Virus von dieser Serie. Da lohnt sich dann wirklich der Blick einmal. Ja, also dann. Also ich kann nur sagen, ich find das klasse. Das ist eine klasse Idee, das Material, dass man das damit machen kann. Wenn wir uns den Klappmaul selber anschauen, ist es wirklich drinnen sehr schlicht gehalten. Es ist wirklich nur schwarz. Wir haben keine Zunge, wir haben keinen Rachen, nichts. Finde ich, ist nicht schlimm. Ich finde, das sieht gut aus. Es reicht vollkommen, weil dieser Handpuppe ist schon ansprechend genug, würde ich sagen. Und ja, wer eine Zunge haben will, der kann sich natürlich selber noch eine Zunge reinkleben. Aber ganz ehrlich, braucht ihr das? Es ist dir überlassen. So, auf der Rückseite, das ist ungefähr, ja, wenn wir uns das so anschauen würden, ja, so leicht schräg nach unten, ne? Da ist die Klappenöffnung.
Also würde ich im Prinzip so in die Handpuppe reingreifen. Die Klappmaulöffnung gelangt man wirklich sehr leicht. Da könnten auch noch größere Hände reinkommen. Also ich habe noch ein bisschen Platz. Das Klappmaul selber lässt sich super gut bespielen. Wir haben innen drin ein Material, das einen guten Grip hat. Also dort rutscht man nicht so leicht ab. Auch nicht mit schwitzigen Händen. Und ja, wenn man sich das mal ein bisschen anschaut, das ist auch in derselben Farbe nochmal innen drin ausgekleidet wie der Rest von der Handpuppe. Also es ist alles Farbe, Ton in Ton, wie man so schön sagt. Und hier sieht man auch mal ein besonderes Detail, nämlich dass, ich hoffe, man sieht das jetzt hier in der Kamera, der Stoff nochmal an dem Klappmaul festgenäht wurde. Ich habe das schon bei einigen Handpuppenherstellern gesehen, die das nicht gemacht haben. Und dort rutscht man chronisch, wenn man die Mundbewegung macht, rutscht man chronisch dann auch ja, hin und her in dem Klappmaul. Und das finde ich nicht so schön. Hier hat man wirklich gut Halt. Es scheint vorne festgenäht zu sein. Der Stoff ist auch wirklich hier hinten festgenäht. Und ich finde das wirklich toll, dass ich das endlich mal so sehen kann. Ich habe es sonst nie gesehen. Dann einmal sehen wir hier noch innen drinne die Mittelnaht. Die setzt sich dann auch nochmal hier am Rücken fort. Und man sieht auch diese Rückennaht eigentlich gar nicht, wenn das Fell hier so, beziehungsweise der Plüsch dann so drüber liegt, man sieht den nicht. Man sieht nirgendwo eine Naht. Und das finde ich auch toll. Also im Prinzip so wie bei allen fluschigen Handpuppen, die man so kennt. Ja, ansonsten kann ich eigentlich nicht mehr viel sagen zu dieser kleinen Handpuppe. Ich würde dir jetzt noch ein paar Detailfotos einblenden und dann wünsche ich dir nochmal viel Spaß dabei und dann sehen wir uns gleich nochmal beim Abschluss. Das kleine Twaddelchen ist 16 cm breit, 11 cm hoch, kostet derzeit 14,50 €. Ich finde, das ist ein super Preis-Leistungs-Verhältnis für das, was man bekommt. Es ist eine wirklich mal wieder sehr gut gearbeitete Handpuppe, jedenfalls meine Ausführungen, die ich hier gerade auf meiner Hand stecken habe. Es gibt die Quatschköppe auch noch in Gelb, es gibt sie in Grün, es gibt sie in Blau, es gibt sie als Virusform. Klick dich da einfach mal so ein bisschen durch bei der Firma Living Puppets. Das lohnt sich da einfach mal reinzuschauen. Ansonsten, ja, gibt es eigentlich nichts zu sagen mehr dazu. Mir gefällt sie im Großen und Ganzen, wie ich das schon sagte. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ich mal demnächst noch so ein kleines Ding in der Hand habe und es mal bespielen darf. Ansonsten sage ich danke fürs Zusehen. Lass mir noch einen Kommentar hier, wenn du magst. Ansonsten sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal. Dein Hannes.